Ja, ein herzliches Hallihallo, Hallöchen, willkommen zurück bei Soul Silver. Ich habe schon ein bisschen eigentlich aufgenommen, aber das Spiel ist wieder gefreezed. Ich habe eigentlich einen Anti-Code da drin dafür, aber es mag nicht so, wie ich will. Also gehen wir mal gleich mal weiter. Also wenn ich mal nicht überrascht bin über irgendwelche Tatsachen, dann... entschuldigt mich, ich weiß zum Beispiel, dass wir dort hinten einen Finsterball finden. Den werde ich erstmal liegen lassen. Und weitergehen. Ich mag die Musik unheimlich. Der hat auch nichts Interessantes zu sagen. Wir können auch noch keine Aprikokos holen. Und ja, es ist Tag und ich sehe andere Pokémon. Es ist ein Panzereron. Hallo. In Ordnung, dann schauen wir mal. Der Krabhammer. Natürlich geht jetzt von. Gut, ciao. Aber ich hoffe wirklich, dass wir den Freezes hinhaben, sonst darf ich Folge für Folge aufnehmen. Wirklich, Folge für Folge. In der Hoffnung, dass es in der Folge nicht freezt. Also abwarten dann. Goodbye, Panzereron. Und Stray erreicht natürlich Level 9. Wunderbar. Gut, da oben, das können wir uns einsammeln. Gehen hier weiter. Und immer weiter voraus. Hier kommt der alte Mann. Ja, da werde ich nicht lange vorlesen. Und dieser schöne alte Mann macht sich darüber lustig, dass wir so langsam sind. Er ist einfach schneller als wir. Ja. Ja, Pokémon Supermarkt. Da ein Trainer. Da oben ist nämlich gefreezed. Ich hoffe, dass wir es diesmal verhindern können. Es wäre zumindest schön. Ich habe gehört, dass es häufiger Probleme damit geben soll. Ich hoffe wirklich, dass wir einigermaßen gut durch das Projekt durchkommen. Das ist ja also nicht so, als wäre es ein bisschen spaßraubend, wenn ich die Dinge 3000 Mal aufnehmen muss. Und nun, lieber Dank, Herr, das ist dein Zuhause, ja. Ja, und jetzt sind wir die Turbo-Treter, danke. Ja, ich war nur ein Witz, danke. Und entweder, wenn ich die Turbo-Taste drücke oder den XB-Druckknopf halte, ja. Und deswegen düsen wir hier gleich mal durch. Und ich werde hier auch nicht alles vorlesen oder so, also ich werde vielleicht nachher mal durchgehen und gucken, ob ich irgendwo was geschenkt kriege, aber... Ja, Tyrakok, hüpf mal bitte kurz auf den Ball drauf und dann... Also Stray, nicht Tyra. Gut. Ich werde auch nicht zwischenspeichern, weil, ich würde die Aufnahme doch gerne mit einem Mal im Kasten haben. Guck mal einfach mal im Markt, ich denke nicht, dass es hier Pokébälle gibt zum Kaufen. Oder? Kaufen. Na, noch nicht. Wie viele Tränke haben wir eigentlich? Wir besitzen 5. Gut, Gegengift und Paraheiler ist eine Sache. Aktuell. Tschüss. Goodbye. Dann machen wir uns mal weiter auf den Weg. Es läuft alles, ne? Ja, okay, gut. Jetzt kommt er nochmal, jetzt gibt er uns eine Karte. Glück gehabt, nur ein bisschen später und du wärst weg gewesen. Ich habe noch ein Geschenk für dich. Hier, nimm! Ja, das Kartenmodul. Sehr nützliches Item. In Ordnung. In Ordnung, in Ordnung. Ja. Danke. Und das ist ein Top-Trank. Oh, bin ich gut. Ja, ich war hier schon. So. Mit dir habe ich auch schon gesprochen. Mit hier. Oh, das sind doch Top-Treter. Da an deinen Füßen, oder? Mit denen durch die Gegend zu rennen. Schon ein tolles Gefühl, was? Wir laufen geräusch, deine Schritte können sehr lange andere Trainer. Ja, Pokémon. Gut. Ich gehe in das Haus, weil das letzte Mal, als ich da hinten rechts gegangen bin, ist es gefreezed. Ich gehe mal rein. Wir hoffen, dass es da nicht fließt. Meistens verweise ich mich immer mit Mr. Pokémon, aber du bist extra für mich. Ja, gut, das ist sehr lieb. Gut, ich habe... Okay. Ja,
Ja, ist schön, ja. Aprikokos, aber ich habe keinen Behälter dafür. Ah, Aprikoko-Box. Ah, ist doch sehr schön. Ein was? Echter Aprikener. So. Aprikoko-Grün, in Ordnung. Was bringt die? Mal in den Beutel gucken. Bären. Wenn ich Bären da... Ich meine, für mich wären das hier Bären. Ah, okay. Einsetzen. Okay. Okay, und dann... Ach, stimmt, die Aprikoko-Teile waren dann die Teile, um Pokebälle herzustellen, ne? Da war ja was. Also an der Stelle hat es da vorher gefließt, jetzt Gott sei Dank nicht. Das macht mich glücklich. Ein Wilskapsel erscheinen. Und Stray darf ran. Ja, Krabhammer. Natürlich geht's daneben. Ein Zen-Kopfschuss, wenn ich irgendwie das gleich Flug-Pokémon bin. Mensch, du. Oder? Ne, Zen ist ja Flug-Pokémon. Ups. Ha, passiert. Was? Das ist überlebt. Autsch. Nur ein Krabhammer. Danke. Dann wird auch das nächste Level ab. Oh, Volltreffer. Sehr gut, Stray. Manchmal bist du doch etwas gut. Also. Und nicht mal ein Level ab dafür. Das nächste Pokémon. Ist ein. Ich will ein Togekiss fangen. Ich möchte ein Togekiss fangen. Sobald ich einen Pokéball. Aber Hagelalarm von Togekiss will Krabhammer töten. Ich möchte ein Togekiss fangen. Es ist nicht sehr effektiv. Was? Autsch. Meine Genauigkeit wurde gesenkt. Ich habe nur Attacken, die wenig Genauigkeit haben. Togekiss, du bist ein Arschloch. Stirb. Danke. Ich weiß schon, ich will auf dieser unbedingt ein Togekiss haben. Ich, oh, das wäre zu geil. Aber das ist so, so mies. Sobald ich Pokébälle habe, will ich ein Togekiss fangen. Das, oder ich krieg einen Quatsch, aber ich will ein Togekiss. Und was ist hier? X-Affe. Wow. Du bist ein Trainer, 100 Pro. Geht's eigentlich unter den Führer? Ja, komm, krank, setzen wir einfach mal ein, weil wir es können. Einsetzen. Und das ist ungefähr 20 KP. Ich weiß, wir werden da oben nicht eh geheilt, aber ich mag mal den Trainer hier, wenn es ein Trainer ist. Das ist ein Trainer. Ach, es ist... Warum? Ja. Gut, was ist hier? Ein Pritzelblitz. Auch cooles Pokémon eigentlich. Krabhammer. Ja, es ist meine Lieblingsattacke. Weil es die höchste Genauigkeit ist. Und gut Schaden macht. Sehr effektiv. Das ist schön. Gegen ein Elektro-Pokémon. Ich will einen Togekiss haben. Ich möchte... Ja. Und das ist ne, aber pink. Gut. Dann gehen wir mal hier rein. Mein Rätselei. Oh, kommt ja schon ein Togepi raus. Achso, ja, ja. Ja, achso, ich sollte ja vorlesen. Das ist das Objekt, der Professor Lind für mich untersuchen soll. Risa erhält Rätselei. Okay. Was hältst du von diesem Ei? Ein Freund aus Tech City hat es mir anvertraut. In Johto hast du es, oder hast du es noch nicht gesehen? Was? Dachte Professor Lind könnte mir vielleicht erklären, was in aller Welt es damit auf sich hat. Im Gebiet der Pokémon-Entwicklung ist Professor Lind die Nummer 1. Das sagt selbst der berühmte Professor Eich. Du gehst jetzt wieder zu Professor Lind. Zurück, habe ich nicht recht. Ist dein Pokémon aber? Ja, hätte den Trank.
Und da kommt, oh Gott, Professor Eich, eh. Aha, du bist also Razor. Wir haben am Anfang gesprochen. Mein Name ist Professor. Ich weiß. Ich bin von Beruf, ich weiß. Ich besuche, ich weiß. Ich hörte, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ja, du hilfst, Professor Lipp, ich weiß. Ich glaube, ich verstehe, warum er dies antwortet. Ich weiß. Du siehst wie jemand aus, der sich... Ich weiß. Gott, ja, Entschuldigung. In Ordnung, du scheinst zuverlässig zu sein. Möchtest du mir auch etwas helfen? Sieh mal her. Ein neues Modell des Pokédex, der fast automatisch Daten der Pokémon gesehen hat und legt selbstständig neue Einträge für sie an. Er ist eine Art Hightech-Lexikon. Hier, ich möchte, dass du ihn mitnimmst. Danke. Sie läuft auf viele verschiedene Pokémon und vervollständigt diesen Pokédex. Oha, es ist schon wieder zu spät. St. Dukati City. Ich glaube zwar, wir laufen uns ohnehin nochmal irgendwo mit. Also, ja. Hi. Gut, darf ich gehen? Danke. Wir gehen jetzt mal. Was? Hallo, Razor! Es ist schrecklich! Wie soll ich es erklären? Ich weiß ja selbst nicht wie. Jedenfalls ist es ganz schrecklich. Bitte komm schnell zurück. Tüt! Den Ton habe ich selbst gemacht. Tüt! Ja. Gut, gehen wir weiter. Geht's mal links lang. Ich hoffe, es ist vielleicht ein Item vom Krag, aber wir haben anscheinend nicht das Glück. In Ordnung. Gut. Wir haben noch keine Pokébälle mitbringen. In Ordnung. Nein, wir können hier auch nichts rein. Ich will einfach nur die Routen abklappern. Einfach nur um zu sehen. Ja, da ist dann nichts mehr. Gut. Sie wurden geheilt. Wir können hier direkt lang. Und hallo. Jetzt komme ich unter erster Kampf. Du hast ein Pokémon aus dem Labor. Was für eine Verschwendung für einen Schwächling wie dich. Was sag ich damit sagen will, fragst du. Wie deutlich muss er noch werden? Erkläre ich dir eben ganz genau. Mein Pokémon ist hier auch nicht übel. Wenn es erstmal mit dir fertig ist, bleiben keine Fragen mehr offen. Was ist? Ihn da. Ace-Trainer Anne. Entschuldigung. Es ist ein Flug-Pokémon. Es ist ein Flug-Pokémon. Bodenattacken sind also nicht sehr effektiv. Genauso. Sag doch mal ein. Was? Warum? Es kann Rankenhieb. Ja. Hast du nicht gelernt? Rankenhieb? Schlecht gegen Flug-Pokémon? Hä? Oh. Ich hätte... Kann man ihn nicht benennen? Kein Schwächling, hast du ganz schön was auf dem Kasten. Ja, ich weiß. Danke. Goodbye. Oh, Level 11. Sehr schön. Wow, 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 wow. Du hast gewonnen. Bist du jetzt zufrieden? Ja, bin ich. Razor gewinnt 500 Poké-Dollar. Willst du wissen, wer ich bin? Ich werde es dir sagen. Ich nenne dir die Leute schon bald den größten Pokémon-Trainer aller Zeiten nennen werden. Okay, ciao. Bis bald. Hä? Ist was? Gib mir das! Das ist der Trainerpass, den ich verloren habe. Er gehört mir. Hast du meinen Namen gesehen, oder? Ja. Gut. Gut. Gehen wir mal schnell zurück. Ich wollte ja ruckzuck gehen hier. Kanivana. Ich mag die Pokémon in der Nacht mehr. Aber ich hätte in der Nacht noch aufnehmen können. Was? Gut.
Gutes. Was, Aquavelle? In Ordnung. Natürlich werde ich verwirrt. Ja, jetzt bin ich verwirrt. Stray. Da ist was nicht richtig, Stray. Schon nebenbei. Wollte ich immer so gesagt haben. Da ist was definitiv nicht richtig, so viel Schaden, wie du dir selbst machst. Gut. Ich wäre jetzt sehr glücklich, wenn Stray trifft. Danke. Und das Insta-Kill ist. Ach, weil wegen Ausdauer, ja. Hat es ein KP, das war ja die Sache. Die Aquabälle sehe ich jetzt weniger als Problem an. Ach komm. Mit Knochenkeule trifft Stray. Wenn Stray mit seiner Keule daneben haut, ist irgendwas falsch. Stray! Die Knochenkeule kommt schnell, wie es geht, wenn ganz ehrlich. Ja. Danke. Goodbye. Da. Gut, dann hätten wir es auch geschafft. Gehen wir mal hier hin. Also, Jungs. Was willst du hier? Ich stecke gerade mit einer Empfehlung zu einem Pokémon-Diebstahl. Die erste Regel, die es in einem Fall zu beachten gilt, lautet: Der Täter kehrt immer an den Tatort zurück. Wer weiß, vielleicht bist du am Ende ja sogar der Täter. Ja. Oh, Lyra. Einen Moment mal, dieser Junge ist unschuldig. Ich habe nämlich einen Jungen mit feuerroten Haaren dabei beobachtet, wie er hier herumgeschnüffelt hat. Die Musik ist so schön. Sagst du, du hast dir mit diesem Sprung einen Kampf geliefert? Im Deutsch alles darum, dass er der wahre Täter ist. Und du kennst auch den Namen des Jungen? Es ist natürlich niemand anderes als... mein ewiger Rivale. Chunk heißt er also. Ja. Um mit den roten Haaren aufzuspüren. Pumuckl. Entschuldigung, Chan. Puh, ein Glück, dass wir den Verdacht von mir abwenden konnten. Nicht wahr, Razor? In Ordnung, dann bis später mal. Wo ist denn Merkel eigentlich hin? Was habe ich gegessen? Okay. Oh, Razor, hier war ganz schlimm was los, sage ich dir. Oh, jetzt hilfst du mir nicht, was es mit Mr. Pumans großem Fund auf sich hatte. Ja, hier, das geht wieder ein. Gut, dann wollen wir mal sehen. Das sieht ja ganz nach einem Ei aus. Er hat natürlich recht, dass er sagt. Ei sehe ich gerade auch zum ersten Mal. Auch mit Mr. Pokémon gibt es heutzutage niemanden mehr, den ein neues Ei noch aus den Socken haut. Ist immer dieselbe Leier mit ihm. Aber jetzt, wenn wir das Ei schon mal hier haben, wollen wir doch auch mal sehen, welche Geheimnisse es birgt. Also mal los. Lass eine Weile lang hier behalten. Genau untersuchen. Das Professor Eich hat dir den Pokédex gegeben. Ist das echt wahr, Razor? Das ist ja unglaublich. Er will das einzigartige Talent des Wahrkristall eines Trainers erkennen zu können. Mann, wer hätte das gedacht? Mir war zwar auch klar, dass du nicht einfach irgendein Trainer bist, aber das macht dich leider nochmal ein ganzes Stück interessanter. Das Pokémon, das ich dir gegeben habe, scheint dich auch richtig lieb gewonnen zu haben. In Ordnung. Weil als davon, wenn du dich mal an den verschiedenen Pokémon-Arenen, ja, der Region versucht. Und dann, wenn du dir die Orden aller Arenen kämpfst, warte die Pokémon-Liga. Wenn du das selbst auf dich ran, wirst du Weltmeister und gewinnst die WM. Und dann ist die Weltherrschaft. Oh, nicht übermütig. Es bist du Tetspringen. Ist alles andere als leicht. Erstens solltest du in der Arena von Violet City in der Nähe versuchen. Mit deinem Nivea solltest du es bereits einiges erreichen können. Gut. In Ordnung, Razor. Wenn du wirklich darauf anlegst, alle Arenen dieser Region zu besuchen, solltest du dich besser auf eine lange Reise gefasst machen. Bevor du aufbrichst, solltest du mit... Was? Mit deiner Mutter reden, glaube ich. Verstanden.
Gut, dann reden wir noch mit Mutti. Mutti? So, du möchtest also auf ein Abenteuer gehen. In Ordnung, du hast natürlich meine volle Unterstützung. Lass mich mal überlegen, was ich für dich tun kann. Aber ja, kann ich jedes Mal, wenn du Geld verdienst, einen kleinen Teil davon an mich nehmen. Und ich sparen. Eine lange Reise vor dir. Achtest du auf deine Finanzen? Na, was hältst du von meinem Sparplan? Nein. Ja, passt mir gut auf dich auf, ja? Mein Bruder, ihr seid ein Team. Wenn ihr zusammenhaltet, könnt ihr Berge versetzen. Also dann, schöne Reise. Krieg ich keine Pokerbälle? Pokerbälle? Ich werde das nachspielen. Das war's mit dem Part. Kann ich eigentlich sichern? Nein. Kann ich auch nicht. Ändert sich was, wenn ich zufälligerweise hier reingehe? Wieder raus? Nein. Ich werde es nachspielen. Ich hoffe, es hat euch dabei gefallen. Auf Wiedersehen, bye bye und tschö tschö. Bis zum nächsten Mal. Ja, das Projekt wird mich noch auf die Palme bringen.